So, meine lieben Kinderchen da draußen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Ghost Hunters Corp. Ja, wir schaffen es einfach nicht, einen Geist zu exorzieren. Wir nehmen Pennsylvania jetzt. In der letzten Folge, tja, da waren wir in Bambuswald und es sah für lange Zeit gar nicht mal so schlecht um uns aus oder mit uns aus, bis wir dann nachher anfingen, die ganze Munition zu verkloppen und der Geist nachher beim Exorzismus, während wir auf der Bibel vorgelesen haben, hat der Geist uns dann gecatcht, obwohl ich eben halt das Kreuz noch vorher gedroppt habe, damit er da hängen bleibt. Aber es hat nicht geklappt. Diese Bibellese-Geschichte ist natürlich nur dann, glaube ich, gut, wenn der Geist in der Nähe ist, aber nicht angreift. So wie er in den Stufen zuerst festhängt, dann kann man ihn, glaube ich, dann irgendwie versuchen, einen vorzulesen. Ansonsten, glaube ich, haben wir da echt ganz schlechte Karten. So, ich habe natürlich mit den Blaster da, mit den Protonenstrahler, habe ich ja geschossen wie so ein Irrer. Und ihn auch einmal getroffen tatsächlich. Aber es hat nicht gereicht. Ich habe da auch da meine Munition verschleudert. Und ja, was wir gelernt haben auf jeden Fall ist, dass dieses Kreuz, ich weiß nicht, also die Leute schwören ja drauf, ne? Warte mal, lass uns anstatt das Kreuz, lass uns doch mal direkt die Kamera gleich mal mitnehmen. Ja. So. Ja? Habe ich die Taschenlampe? Ja. Was? Ich hatte eigentlich vorgehabt, genau. Erstmal mal gucken, dass wir den überhaupt irgendwie zu packen kriegen. Und eine schnelle Analyse irgendwie machen können. Ja, alles klar. Muss. Was? Lass mal lieber. So? Warum fahren wir nicht mit dem Wohnmobil rein? So, wir hatten die letzten Male am Mausoleum ziemlich viel Glück. Und wir hatten aber auch Pech, dass wir da gleich draufgegangen sind. Also so viel dazu, Glück und Unglück. Gracias. Ja. Aber wir hatten ihn ausfindig machen können. Mir persönlich sind die Wiedergänge ja ziemlich lieb. Dämon hat mir auch gehabt. Er wollte gerade ausschlagen. Habt ihr es gesehen? Aber er war dann doch nicht. Er war dann doch anderer Meinung irgendwie. Wir müssen ihn auf jeden Fall irgendwo ausmachen, den Geist. Meistens sind sie ja denn da. Und bleiben denn da. Wenn sie sich an einen Ort manifestiert haben. Dann weichen sie nicht zurück. Ja, das war auf dem Ast getreten. Ja, mit Sicherheit. Die Runden waren ja auch mal schnell zu Ende, ne? Das war ja auch, kam ja auch noch dazu auf dem Friedhof. Die haben mich hier ziemlich schnell gekriegt, die Geister. Wobei ich diesen Ort einfach geil finde. Also diese Karte finde ich mega. Den Tempel fand ich echt scheiße. Also diesen Bambus-Tempel fand ich echt, den fand ich scheiße. Der war nervig, diese Bambus-Geklötere die andauernd. Und dann war das ja groß. Ja, okay, aber ach, ich weiß nicht. Ich fand die Karte scheiße. Ich glaube, die spiele ich nicht nochmal. Fand ich doof. Wobei, wenn Inka nachher mit zuspielt, dann glaube ich, werden wir öfters mal alle Karten durchspielen. Dann, ne? Wir werden auch mal gucken, dass wir zusammen Phasmophobia spielen. Die Frage ist, teleportiert sich der Geist? Ich meine, wir sind jetzt den ganzen Friedhof abgelaufen gerade. Wir haben keinerlei Sichtung gehabt. Oder irgendwelche anderen Dingenskirchen. Ich dachte immer, wenn das Licht flackert, das könnte vielleicht ein Zeichen sein. Aber dieses Licht flackert andauernd. Egal, welcher Geist hier ist. Genau wie das Licht. Pass auf, wir machen das mal so. Wir droppen hier gleich einfach mal die Kamera. Ja, wir wissen ja nicht mal wo. Das hat leider nichts zu bedeuten. Schritte? Am Wohnmobil. Der Geist ist schon exorziert, deswegen ist hier keiner da. Im richtigen Moment auch hingucken ist, glaube ich, auch so eine gute Sache, ne? Und wahrnehmen vor allen Dingen auch.
Ja. Da haben wir ihn. Zweier Ausschlag. Klein, ne? Es war nur ein Zweier Ausschlag, also. Zweier oder Dreier? Ich würde sagen Dreier, ne? Groß war das jetzt nicht. Ne, das war. Temperatur 0, das auch nicht. Letzte Geräusche. Ach, wir sollen noch gar nicht. Was? Wir sollen noch gar nicht darauf. Doch, finden, ne, klar, aber hier haben wir gar keine Möglichkeit, den anzugeben. Doch, natürlich. Stufe 3 bis 4. Müsste kleiner eingeben. Es war eine Frau, aber war es ein Schatten? Möchte ich jetzt nicht vermuten. Wir haben den Geist. Wirklich genau hier gesehen. Dann wird auch wieder schwindelig, ey, hör mal. So. Okay. Dann lass uns mal. Man kann ja mit allen möglichen Dingen. Dann machen wir das Radiofon. Habe ich noch nie irgendwie Erfolg gehabt, tatsächlich. Also. Warte mal. Geist. Warte mal. Maus, Mikrofon. Hallo, hallo. Wie könnte ich das testen? Ja. Einstellung, Multiple, was war denn das noch gleich? Maus, Audio, Mikrofon. Können Sie, aktive, Automatik. Mikrofon, Input, Windows, Vocal Support. Ja, Razer Kio. Aber wie konnte ich das denn? Ja. Ich konnte das doch mal irgendwo sehen, dass das ging. Frag mich jetzt aber nicht, wo. Muss ich da drauf drücken? Nein. Können Sie sprechen? Kannst du in das Buch schreiben? Okay. Das funktioniert also. Geist, kannst du sprechen? Bist du der Sprache mächtig? Geist, wenn du was zu sagen hast, so sage es mir. Geist, ich bin ein Freund. So antworte mir. Wurdest du sexuell belästigt? Geist? Ich bin dein Freund, Herr Geist, Frau. Ja, aber offensichtlich war. Geist? Rede einen Takt mit mir. Sage etwas Schönes wie Hallo. Wie ist dein Name, Geist? Sind hier immer Schlagwörter drin? Ich würde gerne mal noch mit Schlagwörtern durchlesen. Vielleicht sollten wir das Buch abdroppen. Oder das Buch gleichzeitig mitnehmen, das ist, glaube ich, eine geile Idee. Warte mal, nochmal schnell die Schlagwörter lesen. Mikrofon, kannst du das Buch schreiben? Kannst du dich zeigen? Kannst du herkommen? Gib uns ein Zeichen. Okay. Geist. Achso, noch sind wir nicht gar nicht angekommen. Friedhof, ne? So. Geist, kannst du in das Buch reinschreiben, Geist? Ich bin ein großer Fan von dir, Geist. Gib uns ein Zeichen. Ach, das machst du dir schon. Ja, geil, ja. Mhm. Oh, oh. Wow. Das ist gruselig auf dem Rasen gerade. Geist, schreib doch mal hier in das Buch rein. Geist, gib uns ein Zeichen. Huch, das ist ein doofes Zeichen. Geist, kannst du dich zeigen? Geist, ich habe hier eine Kamera aufgestellt. Würdest du dich bitte zeigen? Geist? Wie heißt du? Oh, hallo Geist. Kannst du mit mir sprechen? Kannst du das Buch... Oh, schön!
Und jetzt gehe ich wieder. Gekritzelt also, oder? Ich kann den auch nicht identifizieren, so wirklich. Okay. Ja, die Taschenlampe brauchen wir noch eine Weile. Machen wir den Scheiß doch mal aus. Warte mal eben. So. Weg damit. Gefilmt haben muss ich den jetzt auch, ne? Der war da hinten. Der war genau hier vorne. Und die Kamera hat den nicht aufgenommen. Scheiße. Okay, was wissen wir? Er sah für mich Geisteranalyse. Gekritzel. Buchzeichnung, Buchschreiben. Oberfläche schreiben, Oberfläche Zeichnung. Nennen wir es mal Zeichnung. Geräusche, geisterhafte Stimmen am Ort. Was haben wir denn da so? Kategorie Poltergeist. Der Poltergeist liebt es, mit Dingen in der Umgebung rumzuspassen, aber er mag die Gegenwart anderer Leute überhaupt nicht. Besonders dann, wenn sie anfängt, Objekte zu verschieben. Schatten wäre auch möglich, ne? Nee, Dämon, gar kein Fall. Kind könnte auch sein. Aber das glaube ich nicht. Noch nicht bestimmt. Gibt es denn schon mal einen Tipp? Scheiße. Das sind nicht genügend. Ah. Nochmal Schatten. Werfen Sie Weihwasser, benutzen Sie Salzkristall in der Salzflinte oder werfen Sie ihn direkt. Sie können den Kristall auf den Geist werfen oder ihn auf den Boden legen, sodass der Geist über ihn rüberläuft. Erzeugen Sie Blitz mit der Sofortbildkamera. Okay. Das sind die Salzkristalle, die soll ich einmal nehmen. Und nehme ich einmal diese Sofortbildkamera. Okay, ich hoffe ja mal, dass es wirklich so ist, wie ich vermute, dass es ein Schatten ist. Oh, oh. Wo denn? Ich sehe den gar nicht. Ja, ja, ja. Und ich lag auch noch verkehrt. Es war ein Mädchen oder ein Kind oder sowas in der Richtung. Kind? War das ein Kind? Ja, war ein Kind, ne? Ach, scheiße. Spannende Folge. Lass uns nochmal das kleine Haus versuchen. 4 Erfahrungspunkte. Dabei haben wir doch ganz schön viel geschafft. Ich weiß nicht. Ich fand... Oh, wir sind schon Level 1. Juhu. Also, wir müssen immer 32 Mal sterben. Und dann... Hier das auch irgendwann machen. So, Deutschland, Frankreich, Belgien, Fort, bla bla. USA, verlassenes Haus, das nehmen wir. So, mal gucken, vielleicht wäre das diesmal ein bisschen anders. Oh oh. Ich wollte gerade sagen, geht ja ganz schön ab, aber dafür war das war einfach nur mein Hintergrund, mein Wallpaper-Hintergrund. Messen Sie Temperatur, finden Sie Geist mit EMF gedappt, immer das Über- und, ah, guck mal, das OCC-Gerät haben wir diesmal am Schlüssel. Damit fangen wir auch an und nimm das auch noch mit, genau. So. Wir werden mal überall Licht anmachen, direkt. Gleich Wumms tot. Das wäre der Hammer. Hatten wir. Ja. Wir hatten doch mal eine. Ja. Willst du mich verarschen? So bleibt die Tür, haben wir es verstanden, Geist? Hier bin ich der Boss, ja? Stimmt, das war ein Poltergeist damals. Er mochte das nicht haben, wenn ich damit mit seiner Scheiße gespielt habe hier. Was? Hier geht eine Tür auf und zu? Lichtschalter wäre interessant, ne? Da.
Oh, ich habe den Geist gehört, der hat geschnupft. Aufpassen, Leute. Das ist ein Schnupfengeist. Coronavirusgeist. Ey, ja, lass mich hier rein. Er war hier auf jeden Fall drinne. Ist dann wohl aber gegangen. Wo ist denn hier eigentlich? Nicht da. Er war hier unten offensichtlich, der Geist. Sonst wäre hier die eine Tür... Alter, 68? Er ist in der Nähe. Hier muss er gewesen sein. Hier. Genau hier. Lässt sich hier aber nicht messen. Kann eine Etage höher sein? Was ich aber unglaublich glaube. Zweier Ausschlag ist nichts Weltbewegendes. Machen die bei den Ratten zu Hause auch? Also Licht scheint den nicht unbedingt zu stören. Boah, ich finde das irgendwie so spannend, irgendwie total. Irgendwie, das ist... Oh Gott! Ich hab mich voll erschrocken, Digga. Was hat er für einen Ausschlag? Oh! Hör auf! Catchen einen immer in der Tür, ne? Die Frage ist, wo stelle ich die Kamera hin? Er kam hier die Treppen hoch, als ich... Ich habe keine Idee. Die Tür finde ich irgendwie gerade ein bisschen blöd. Das sind die Lichter, die da ausknipst, oder? Zweier, das ist noch nichts. Komm, Baby, das wissen wir. Du kannst es besser. Auf jeden Fall scheint das ein Kriecher zu sein, also ein Wiedergänger. Ich weiß nicht. Hier kriegen wir wieder einen Zweier-Ausschlag. Hier mal ausprobieren. Lass mal die Kamera direkt anmachen. Es ist noch nichts, also ausschlagmäßig noch gar nichts. Am OCC war das schon was anderes. Lass uns doch mal kurz die Kameras am Wohnmobil anmachen. Um da festzustellen. So. Was haben wir? Konnten wir da irgendwas ermitteln jetzt gerade? Geister-Dings, Geisteranalyse, da wissen wir noch gar nichts. Elektromagnetisches Feld, da konnte ich auch noch nichts mit. Es gibt keine Geräusche, kein Gekritzel. Temperatur, das ist noch alles nicht bestimmt. Was wir wissen, ist, es ist ein Wiedergänger. So. Zu deinem Exorzismus beenden sie ja. Was? Er hat hier gerade angefangen zu piepen. So.
Lass uns doch mal eben halt damit messen, aber ich hab. Was könnten wir noch nehmen? Geräusche? War Geräusche relevant? Das war ein kriechender Wiedergänger auf jeden Fall. Ja. Ja. Geistergeräusche? Och, hör doch mal auf, warum piept das Handy jetzt die ganze Zeit? Also mit den och. Scheiß Fußball am Start, ey. Dritte Liga, die geht mir sowieso auf den Sack. Andauernd spielen die, oder? Jeden Tag spielen die. So. Türen zugemacht. Ich finde es. Oh! Tja, Glück habe ich keinen. Bei dem Spiel auf jeden Fall. Einmal durften wir überleben, heute nicht. Kinderchen, das war's für heute. Danke fürs Reinschalten. Es hat Spaß gemacht. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss. Vielleicht habe ich mal Chance, wenn ich das mal zu zweit spielen würde.